Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte Sie nun herzlich dazu einladen, sich geistig klein zu machen, sozusagen mental zusammenzuschrumpfen, um auf mein Niveau hinunterzukommen. Ich bin nämlich eine menschliche Zelle. In einer Zelle wie mir findet man unter anderem unsere DNA, unser Erbgut. Eine intakte und gut funktionierende DNA ist essentiell wichtig, damit unsere Abläufe in der Zelle, aber auch im ganzen Organismus gut ablaufen können. Damit eine Zelle wie ich auch existieren kann, brauche ich Energie. Unsere Kraftwerke sind hier unten die sogenannten Mitochondrien. Mitochondrien erzeugen Energie und so wie auch bei Maschinen oder bei Motoren entstehen dabei Abfallprodukte, sogenannte Stoffwechselnebenprodukte. Diese sind heute in der Form von Tennisbällen bei uns. Diese freien Radikale oder im Stoffwechsel Nebenprodukte werden heute in ihrer Gesamtheit von meiner Kollegin dargestellt. Da diese freien Radikale relativ aggressive Moleküle sind, hatten sie in letzter Zeit immer wieder ein relativ schlechtes Image, ein sogenanntes Bad Boy oder eben Bad Girl Image. Im Normalfall sind aber unsere körpereigenen Abwehrsysteme, heute meine Hände, ausgezeichnet dazu in der Lage, diese freien Radikale eben abzufangen und zu neutralisieren. Das heißt, sobald freie Radikale auf mich zufliegen, kann ich sie abfangen, neutralisieren und entsorgen sozusagen. Im Alter weiß man es allerdings, dass die Funktion meiner Abwehrmechanismen nachlässt. Das heißt, sie ist nicht mehr im vollen im Zustand hier, sondern noch eingeschränkt verfügbar. Was passiert dann, wenn zum Beispiel durch Krankheiten oder Entzündungen mehr Freiradikale auch noch im Körper produziert werden? Dann treffen die auf meine DNA. Und was jetzt dabei passiert, schauen wir uns in super Zeitlupe an. Es kommt dann so ein freies Radikalmolekül hier zu unserer DNA. Es trifft auf die DNA, reagiert mit der DNA und schädigt sie. Man weiß mittlerweile, dass gerade im Alter ein erhöhtes Aufkommen an DNA-Schäden im Zusammenhang steht eben mit Krankheiten wie Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, aber auch Alzheimer. Kann ich jetzt dagegen etwas tun? Kann ich mich irgendwie schützen? Ja. Wie so oft ist hier eine Kombination aus körperlicher Bewegung und Ernährung am effektivsten. Bei der Bewegung, was passiert dann? Wenn ich mich sportlich betätige, diverse Übungen mache, dann braucht mein Körper mehr Energie, verbraucht mehr Sauerstoff. Es werden aber auch über meine Mitochondrien mehr freie Radikale, also mehr Abfallprodukte produziert. Das ist jetzt nicht nur ein Training für meine Muskulatur und meine Fitness, sondern auch ein Training für meine Abwehrsysteme. Das heißt, diese Stoffwechselnebenprodukte sind gar nicht so schlecht, wie wir geglaubt haben, sondern wichtige Signalgeber für unsere Anpassung der Zellen. Das heißt, dieses aus dem Bad Girl wird das Good Girl. Welche Funktion hat jetzt die Ernährung? Die Ernährung hat jetzt eine weitere unterstützende Schutzinstanz. Und zwar ist hier vor allem wichtig ein hoher Anteil an Obst und Gemüse. Weil dadurch im Körper Vitamine aufgenommen werden, wie zum Beispiel Vitamin C, Vitamin E oder auch andere sekundäre Pflanzenstoffe, die den Körper als sogenannte Antioxidantien vor diesen freien Radikalen schützen. Das heißt, sie haben in uns eine Funktion als Radikalfänger. Wenn es jetzt also wieder zu mehr Stress kommt, zu mehr Aufkommen an freien Radikalen kommt, wird meine zelluläre Abwehr unterstützt. Das heißt, ich muss nicht alles alleine machen, sondern die Radikalfänger können alles mit abfangen und sozusagen ist dadurch meine Zelle noch besser geschützt vor Schädigung. Jetzt liegt der Schluss natürlich nahe, dass wir mit einem noch viel mehr an Radikalfängern, das heißt mit noch einem viel mehr an künstlichen Vitaminen, zum Beispiel Vitamintabletten oder andere Supplemente, unseren Körper noch besser schützen könnten. Ob das jetzt wirklich so ist, schauen wir uns gleich an. Was passiert dann? Unser Körper wird sozusagen überschwemmt mit diesen Radikalfängern. Wie wir gerade gehört haben, ist im Training ein wichtiger Reiz, auch für unsere Zelle. Das heißt, wenn jetzt der Körper überschwemmt ist und ich mache Sport und trainiere, aber es kommen keine Signale mehr bei mir an, dann wird meine Zelle nicht mehr trainiert. Das heißt, meine Abwehrmechanismen werden wieder schlechter. Und was passiert, wenn es wieder zu Krankheiten und Entzündungen kommt?
ist meine DNA wieder geschädigt. Und genau dazu und zu ähnlichen Fragestellungen forschen wir am Department für Ernährungswissenschaften an der Forschungsplattform Active Aging der Universität Wien. Wir haben immer auch zeigen können, dass eine gesunde Ernährung wichtig ist, um unsere Zelle optimal zu schützen, aber dass eben gerade ein zu viel an künstlichen Vitaminen in Kombination mit Training nicht zur gewünschten Trainingsanpassung führt. Unser Körper ist eben ein sensibles System, das bis ins hohe Alter anpassungsfähig ist gegenüber von Lebensstilveränderungen, aber ein Mehr ist da nicht immer oft nicht immer besser. Mir bleibt es nur noch zu sagen, vielen Dank an meine Kollegin Agnes Daxler, meinen Kollegen Patrick Zörer für die tatkräftige und Unterstützung und die helfenden Hände. Mein Name ist Bernhard Franzke, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.